Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin immer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hemsbünde, Niedersachsen, Zucker hier. Und wir haben eben eine super Übung gemacht, wo leider das Auto jetzt weniger zerschnitten ist, als ich gehofft habe, weil einfach die Feuerwehr gut war, egal. Aber wir wollen jetzt ein bisschen Spaß haben und das Auto natürlich zum Üben jetzt nutzen und ein bisschen zerschnippeln. Das mache ich natürlich nicht allein, das mache ich mit einem exzellenten Einsatzleiter, dem Basti hier an meiner Seite. Hallo. Hi Basti, grüß dich. Wir wollen das Auto noch mal ein bisschen kaputt machen. Das machen wir. Genau, wir werden jetzt aber gleich mal eine Sache machen, weil meistens ist das Auto ja vorne matsch und wir wollen mal ein Verfahren mal probieren. Normalerweise ist der klassische Weg, wenn Auto vorne kaputt ist, schneiden wir die Seitenteile mal raus, Schere, Spreizer, großer Einsatz, viel Hydraulik, viel Kraft und machen sozusagen hier einen Zugang von der Seite. Ich favorisiere ehrlich gesagt den Weg hinten durch und zwar, dass man das Dach öffnet nach dem Prinzip der Sardinenbüchse. Das werde ich mal zeigen, weil ich glaube, weil meistens die Autos hinten heile und dann kann man wunderbar hier den Zugang schaffen zum Patienten sozusagen von der Rückseite. Und das werden wir jetzt mal gemeinsam uns angucken, okay? So machen wir das. Bin gespannt. Los geht's. Also als erstes würden wir jetzt mal Fahrzeuglage sichern, eine ganz normale TH-klassischen Weg oder was? Wir unterbauen das Auto, ja. Und, genau, unterbauen genau. Und dann? Und dann gehen wir mit dem Angriffstuff vor, dass wir uns den Kofferraum angucken, verschaffen uns den Zugang über den Kofferraum, versuchen eventuell die Kofferraumklappe abzuklappen und dann gehen wir mit der Säbelsäge vor und werden das Dach mal aufnehmen. Ich mache mir gar keine Sorgen, bin gespannt. Jo. Wichtig ist natürlich, dass bei einer technischen Hilfeleistung nichts unkontrolliert passiert. Alles, was wir machen, ist gewollt. Das Auto darf nicht wegrutschen, den Berg runterrollen, die Räder sind gesichert, es ist unterfüttert gerade, unterbaut. Und auch Scheiben sollen nicht unkontrolliert plötzlich kaputt gehen. Das ist alles, wir sind Profis. Deshalb als erstes jetzt klack, 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 Scheiben raus. Und dann gehen wir sozusagen Heckklappe raus und die Sardinenbüchse öffnen. Genau so machen wir es. Angriffstrupp macht jetzt die Scheiben auf, um den unkontrollierten Glasbruch zu vermeiden. Man kann natürlich beim Glasmanagement auch darauf achten, dass die Scherben nicht unkontrolliert jetzt zerbröseln, obwohl es jetzt hier nicht schlimm ist. Aber man kann da auch eine Klebefolie drauf machen und das zeigen die Kameraden mal kurz. Einfach reinschmeißen. Immer dran denken, ne? Wenn man mit Glas arbeitet, wenn man Schneideglas und so Mund-Nasenschutz, aber alle, die beteiligt sind, wie die Kameraden die schon ganz richtig machen, Visiere runter. Ne? Wenn die Scheiben nicht weiter runtergehen, auch die bitte, zerkörnt die bitte, das, aber das Schöne ist, wenn man die erstmal runterkurbelt, dass sie in die Tür reinfallen, dann hat man die Scherben hier nicht überall drin rumliegen. Und jetzt würde ich sagen, Heckklappe raus. Ne? Wie gesagt, und jetzt ganz normal wie eine Sardinenbüchse, einer von links, einer von rechts nach vorne rüberziehen.
Aber weitergehen. So, wunderbar. Das heißt, man würde jetzt schon über die Person, man muss ja möglichst schnell rausbekommen. Es würde jetzt ein Spineboard runterschieben. Schön, man hat Platz von hinten. Man schiebt runter und zieht die Person nach hinten raus und rettet sie. Das ist für mich der schnellste Weg. Ging doch gut, oder nicht mit der Säge? Genau, aber jetzt können wir trotzdem noch mal ein bisschen die Tür raus zerschneiden. Ne? Wenn wir schon mal dabei sind, macht ja auch ein bisschen Spaß. Ne? Aber super gemacht. Aber was haltet ihr von der Variante? Schreibt mal in die Kommentare. Werde mich natürlich die ganzen Schere, Spreizer, Liebhaber hassen, aber das ist für mich der schnellste Weg. Olli, dein Druckbehälter, den du vorbereitet hast, den wollte ich nochmal wiedergeben mit deinem Chlorgas hier drin, was das ist. Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin immer noch in, ich weiß nicht mehr, Hemsdorf, Hemsberg. Hemsbünde. Hemsbünde. Mann, Mann. Am Ende, wenn ich wegfahre, weiß ich es immer. Man kann auch die drei Kupplungen einfach auf den Boden schmeißen und sagen, Abfahrt. Okay, geht weiter.